Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Und heute mal zu einem kleinen Special zwischendurch. Kein FIFA, kein gar nichts. Nein, heute geht es einzig und allein mal wieder um meine einzig große Liebe im Fußball zumindest. Und zwar um Hannover 96. Natürlich nicht meine einzig große Liebe insgesamt in meinem Leben, sondern nur was den Fußball angeht. Und das ist nun mal der Hannoversche Sportverein von 1896. Ihr wisst es eventuell, Hannover ist abgestiegen letzte Saison als Tabellenletzter und das vollkommen verdient in die zweite Bundesliga. Allerdings ist man natürlich mit dem Plan dahin gegangen, direkt wieder aufzusteigen beziehungsweise sich gut aufzustellen, um im Idealfall die Fans mitzureisen um die Stadt mitzureißen, den sportlichen Erfolg wieder einzustellen. Und der Kader wurde an gewissen Stellen natürlich ausgedünnt durch Wechsel, beispielsweise von Leistungsträgern wie Zila oder auch Hiroshi Kiyotaka, aber auch verstärkt. Und genau darüber möchte ich heute mit euch reden. Ich habe das Ganze auch nochmal als Fließtext in die Videobeschreibung hier verlinkt. Das ist ja 13 Seiten lang und beschreibt nochmal alles Mögliche, was ich so zur aktuellen Kadersituation, von Hannover 96 halte. Aber trotzdem möchte ich nochmal auf die ja, ja, Grundaspekte in diesem Video ich eingehen. Natürlich deutlich kürzer als 13 Seiten lang. Aber nichtsdestotrotz nochmal ein bisschen ausführlicher und detaillierter für alle Nicht-96-Fans. Gar kein Problem, wenn es euch nicht interessiert, dann schaut das Video einfach nicht. Wenn es euch trotzdem irgendwie interessiert, könnt ihr gerne ja weiter dranbleiben. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Natürlich gilt das auch für die 96-Fans. Und ähm, hatet aber nicht, weil ich mal wieder über Hannover rede. Es ist mein Lieblingsfan, das ist mein Kanal. Und äh, dieser Kanal ist halt auch in gewisser Weise von 96 geprägt. Und das muss halt auch in Zukunft so weiter sein, in meinen Augen. Und dementsprechend gibt es heute diese Analyse. Es wird auch in Zukunft ab und zu mal wieder was zu 96 kommen, das ist ganz klar. Aber keine Sorge. FIFA wird weiterhin im Vordergrund bleiben und ich werde nicht einfach jedes Mal nur über 96 reden. Wir können gerne auch in den, Disku äh, in den Kommentaren diskutieren, nicht in den Diskutieren, kommentieren. Ähm, ja, Was eure Meinung so ist zur 96. Situation, zur 96. Situation und äh, wie ihr glaubt, dass Hannover in der zweiten Liga so abschneiden wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ja, Videobeschreibung allgemein kennt er ja, könnt ihr auschecken. Für Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, ähm, IG-Wall, einfach mal vorbeischauen, würde ich mich darüber freuen. Dann würde ich sagen, starten wir durch mit dieser Analyse. Ich werde mich ein bisschen an meinem eigenen Text orientieren, was aber, denke ich mal, auch nicht schlimm ist, weil ich habe ihn ja geschrieben. Und kommen wir erstmal zu den Abgängen und die sind natürlich teilweise ziemlich hochkarätig. Da haben wir zum ersten Ron-Robert Zieler, der wechselt für 3,5 Millionen Euro festgeschrieben. Ablösesumme zu Leicester City, das heißt zum englischen Meister. Ist ein Abgang, der natürlich schmerzt für 96, aber der nachvollziehbar ist. Dann Hiroshi Kiyotake, der wechselt zum FC Sevilla für knapp 6,5 Millionen Euro. Der japanische Spielmacher ist jetzt also ja zu den Andalusiern gegangen und wird da seine Karriere weiter fortsetzen. Auf jeden Fall ein großer Schritt zu einem Champions-League-Teilnehmer, zu einem Euroleague-Gewinner. Kann man auf jeden Fall so machen, genauso wie Zieler. Zu sehr groß, beziehungsweise in den letzten Jahren erfolgreichen Verein gegangen und von daher kann man das auf jeden Fall nachvollziehen, dass es gemacht hat. Christian Schulz-Vertrag wurde nicht verlängert. Unser ehemaliger Kapitän, es gab ja ähm, eine extrem schmutzige Wäsche-Story. Allerdings wird er halt einfach nicht mehr bei 96 sein, deswegen möchte ich doch nicht mehr weiter was zu sagen. Ähm, des Weiteren haben wir noch einen Marcelo, der wird fest zu Bijik, das Istanbul gehen, war ja da bereits seit Winter ausgeliehen. Alex Milosevic geht auch zurück zu Bijik. Das wahrscheinlich ist, wäre schön, hätten sie den halten können, aber ich glaube ja nicht, dass das noch passieren wird. Adam Scholloy der ja bei der EM in Frankreich jetzt auch sich aufmerksam gemacht, mit der russischen, russischen, ungarischen. Nationalmannschaft. Ähm, auch der wird wieder ablösefrei. Was heißt ablösefrei? Er wird seine Leihe einfach beenden und geht zurück zu Hoffen. Einmal sehen, wo er hin verkauft wird. Vielleicht konnte er ja durch die ja, EM nochmal auf sich aufmerksam machen. Dann haben wir noch mal nach Saar Maxima. Und zwar geht zurück zu Monaco, von wo er ja ausgeliehen war. Es gab eine Option für ein zweites Jahr, aber die wurde nicht gezogen, auch wenn er in der zweiten Liga vielleicht nochmal ein bisschen mehr Spielpraxis bekommen hätte können. Hugo Almeida und Hotaru Yamaguchi sind ebenfalls nicht mehr in Hannover. Almeida war ja sowieso nur bis Sommer verpflichtet und Hotaru Yamaguchi ist zurück zu Osaka gegangen, weil er wieder näher bei seiner Familie sein möchte. Merville Erdins ist mittlerweile verliehen worden in die französische Liga und zwar zu Metz. Ja, zuletzt war er an Guingamp ausgeliehen, mal sehen, ob der irgendwann nochmal für 96 spielen wird. und Gülzilam wird ebenfalls wechseln, wohin es noch nicht. Nicht klar, aber das sind schon mal elf Spieler, bei denen feststeht, dass sie wechseln. Es sind dann noch weitere im Gespräch, beispielsweise Salif Sané, bei dem war in den letzten Wochen immer wieder das Thema der ersten FC Köln, allerdings sieht es momentan so aus, aber eventuell sogar bleiben würde. 10 Millionen will 96er für ihn haben und äh, eventuell wird keiner bereit sein, diese Summe zu zahlen und wenn nicht, dann bleibt er halt einfach da. Er hat im Training bisher einen relativ engagierten Eindruck gemacht und äh, scheint auch gar nicht so unzufrieden damit zu sein, wenn er bei 96 bleibt. Die Stadt ist schön, die Stadt liegt ihm zu Füßen, die Fans liegen ihm zu Füßen, warum eigentlich nicht? Und eventuell können sie aufsteigen und wenn nicht, dann äh, wechselt er halt da. Nach der nächsten Saison oder im Winter. Manuel Schmiedebach wird nicht bleiben. Der ähm, bleibt weiter bei Hannover im ja, Verein sozusagen. Ähm ist erhalten geblieben, hat einen Vertrag verlängert und wird wahrscheinlich Kapitän werden. Leon Andreasen, der wird gehen. Jetzt habe ich hier Nachrichten auf Facebook. Ähm, der wird also wahrscheinlich gehen. Fest steht es noch nicht, aber ähnlich wie bei Schulz wird mit ihm wahrscheinlich nicht verlängert. Dementsprechend wird er den Verein verlassen. Äh, Noah Joel sarin Renbasee, da haben noch einige Vereine Interesse rein. Ich hoffe aber, dass er bleibt. Felipe wird auch ähm, ja, erhalten bleiben, genauso wie Oliver Sorg. Hiroki Sakai hingegen wird wechseln. Der geht zu Marseille. Ähm, Miko Albanos ist ebenfalls bei einigen Vereinen auf dem Zettel, unter anderem bei ST Sevilla. Die haben Interesse an unserem Chilen. Mal sehen, ob er gehen wird. Andre Hoffmann ist eventuell auch vor dem Absprung Stendel plant nicht mit ihm, frontex hat nicht mit ihm geplant Schafer hat nicht mit ihm geplant, vielleicht das bessere für ihn Ob er wechselt ist aber die große Frage Vielleicht muss man ihn auch behalten, momentan ist er verletzt Und kann keine Werbung für sich machen ähm, Ja, das sind die Abgänge, die potenziellen Abgänge Die eventuell spekulativen Abgänge Dazu könnt ihr mir auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare schreiben Und jetzt kommen wir zu den Zugängen und zum Kader allgemein Erstmal gehen wir auf die Defensive ein und da sind wir momentan eigentlich sehr, sehr gut besetzt. Im Tor mit Schauner und Radlinger zwei Geber, die auf jeden Fall um den Stammplatz sich streiten werden und die beide theoretisch definitiv das Zeug haben, in der zweiten Liga der Stammtorwart bei 96 zu sein. Schauner hat ja schon zwei liga -Erfahrung mit Pauli gesammelt, Radlinger war mal an äh, Nürnberg ausgeliehen. Von daher passt das. Dazu haben wir noch einen extrem talentierten Timo Königsmann hinten dran, der in der U19 momentan noch äh, aktiv ist und, denke ich mal, auch angreifen möchte diese Saison. Mal sehen, ob er es schaffen wird, aber auf vertreuter Position sind wir trotz des Abgangs von Zieler für die zweite Liga ideal besetzt. Eigentlich. Verteidigung sieht auch gar nicht so schlecht aus, auf der rechten Seite haben wir mit Oliver Sorg auf jeden Fall einen sehr ambitionierten und sehr engagierten Arbeiter, mit Wladimir Rankovic aus der zweiten Mannschaft noch einen, der theoretisch auch ja, sehr gut zum Zug kommen könnte in der zweiten Liga, war mal dann Auer ausgeliehen, dementsprechend hat er schon ein bisschen Erfahrung im zweiten, ja, bzw. im Unterhaus des deutschen Fußballs. Finn Akenberg, der kann auch auf rechts spielen, ist eher Innenverteidiger, aber theoretisch ist es möglich. In der Nachwuchsmannschaft auch noch ein Jonas Morison beispielsweise oder ein Kevin Wolf, auch die sind theoretisch Möglichkeiten, also auf der rechten Seite ist gar nicht mal so schlimm, allerdings dann auf der linken Seite nicht so stark, denn äh, Oliver Sorg könnte auch da spielen, denn da haben wir mehr Bedarf. Wenn Albonos gehen sollte, wenn Albanus bleibt, alles in Ordnung, wenn Albanos geht, eher schlecht. Pripp könnte da spielen, ist aber eher Mittelfeldspieler, defensiv nicht so bewandert, würde ich lieber Mittelfeld sehen. Niklas Teichgräber kommt von Hildesheim, meinem Heimatverein, beziehungsweise meinem Heimatort, äh, ja, Heimatstadt, zurück. Allerdings auch keine, keine Stammoption. Und ansonsten haben wir noch ein paar Nachwuchsspieler, allerdings ja, wird beispielsweise mit Niklas Bahn nicht verlängert, soweit ich das gesehen habe. Und da muss man schauen, was man machen wird. Wenn äh, Albanos gehen sollte, wird, denke ich mal, noch auf der rechts- oder links Position nachverbessert. Da sind beispielsweise Gary Kagelmacher war im Gespräch eine längere Zeit lang von 1860 München. Da habe ich auch noch mal ein bisschen was zu gesagt. Das könnte ich mir an sich sehr gut vorstellen. Aber ähm, da muss man abwarten, ob Albanos wechselt oder nicht. Momentan ist er im Training. Müssen wir mal schauen, was da so geht. Innenverteidigung haben wir dann, wie gerade angesprochen, bereits äh, Philippe mit dabei noch. Dazu theoretisch ein Salif Sané. Timo Hübers kehrt von Köln zurück. Auch der wird, denke ich mal, eingeplant sein. Dann ein weiterer Transfer ähm, mit, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, Hübner. Ähm, Florian Hübner? Florian Hübner, genau. Vom SV Sandhausen, der, ja, Zweitliga-Erfahrung besitzt, relativ jung ist, mit 25 Jahren. Und, denke ich mal, auch geplant sein wird, da bisher in den Testspielen und im Training schon einen relativ guten Eindruck hinterlassen. Übrigens werde ich mir nächste Saison nochmal das Training von 96 angucken. Ne, diese Woche. Diese Woche irgendwann. Vielleicht Freitag. Vielleicht, vielleicht freitags muss wenn da Training ist. Oder eventuell sogar schon morgen, also am Mittwoch. Muss ich mal schauen. Muss ich auch nochmal gucken, ob irgendwer dabei ist. Oder dabei wäre. Ähm, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber ja, hat mir auf jeden Fall bisher einen guten Eindruck gemacht. Sané ebenfalls. Der wäre auch Innenverteidiger bei Stendl zumindest. Und äh, Hoffmann ist theoretisch auch noch da. Also Innenverteidigung sieht sehr gut aus. Timo Pertl auf der Linksverteidigerposition wäre eine Option. Habe ich zumindest einfach mal so in den Raum geworfen aus der zweiten Liga, die man holen könnte, wenn Albonos gehen sollte. Aber wie gesagt, Außenverteidiger. Naja, Innenverteidigung sieht gut aus mit Zane, mit Hoffmann, mit Anton, den darf man auf keinen Fall vergessen, und sein Nachwuchsspieler, dann äh, Finn Arkenberg, Timo Hübers, also eigentlich alles easy. Und äh, wenn man da einen holt, eventuell ja ein Kagelmacher, der war zumindest mal im Gespräch und der kann auch Innenverteidiger, von daher wäre das auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Mittelfeld, und da ist 96 ehrlich gesagt relativ gut aufgestellt. Wir haben auf der 6. Position natürlich Abgang gehabt mit Jotaro, Yamaguchi und Cheyenne Gülzilam, allerdings, und mit Leon Andreasen natürlich auch, allerdings haben wir auch einen neuen schon mal geholt und das ist Marvin Bakalotz, das ist ein Kämpfer von, äh, von Paderborn gekommen, der kennt die zweite Liga, der ist Kapitän gewesen bei äh, Paderborn und wird sich, denke ich mal, neben Schmiedebach ganz gut einfinden können. Das wäre eine Doppelsechs, die auf jeden Fall einiges an Erfahrung hätte und auch die Klasse in der zweiten Liga zu bestehen. Ähm. Und dazu hat man einen jungen Nachwuchsspieler, wie beispielsweise Tim Diersen, der in der Vorbereitung sich jetzt anscheinend aufzudrängen droht, ähm, was mir irgendwie nicht so. Also, es passt mir sehr gut, weil ich den eigentlich ganz gut finde, aber dann wird eventuell ein Fossum vernachlässigt, was ich auch nicht möchte. Oder halt beispielsweise ein Sebastian Mayer, oder beispielsweise ein. Ähm, wen haben wir denn da noch? Warte mal, irgendwen haben wir doch noch. Stopp, 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 bevor ich jetzt hier wieder irgendwas vergesse. bla, bla. bla, bla, bla nee, anscheinend haben wir doch nichts mehr zentral. Naja, gut, Hoffmann und Sané. Dann, ja. Aber egal, auf jeden Fall haben wir da Backerlots und Schmiedebach, theoretisch Anton, der auf 6 spielen kann, theoretisch Sanet auf 6 spielen kann, theoretisch Hoffmann, der auf A6 spielen kann, ein Fossum, der das auch kann, ein ähm, Diersen auf A10, Meier auf A10 und da eventuell noch Nachholbedarf, dazu kommen wir auch gleich nochmal. Ähm... An sich aber auf jeden Fall da schon mal relativ gut besetzt. Maurice Hirsch, ja. Diese Den habe ich vergessen. Ja, Hirsch. Da wäre mir Dirsen lieber, aber Hirsch ist auch noch da. Also eigentlich sehr gut besetzt. Vielleicht braucht man auch einen Transfer, der nochmal so ein bisschen Erfahrung mitbringt. Dazu komme ich aber gleich noch. Ähm, auf A10 sind wir auch gut besetzt mit gerade, wie genannt, Dirsen, Sebastian Meyer und Iva Fossum. Ähm. Wenn da einer kommen sollte, wird der eher für die Achterposition, beziehungsweise ein Allrounder, ähm, ja, denke ich mal, benötigt. Muss man schauen. Außenposition, da haben wir gar kein Problem. Zwar ist Kenan Karaman als Abgang im Gespräch. Der geht eventuell zu Bejikta das Istanbul. Allerdings glaube ich trotzdem, dass... Also, das passt an sich alles, ja. Wir haben mit... Ähm Ofe Bech einen, der extrem stark ist. Mit Marius Wolf, ich habe sie hier stehen. Noah Joel Sarin See. weil mir Suleimani wird sich aufdrängen wollen. Dazu halt, wie gesagt, noch Keen an Karaman. Meier kann auch auf die Außenposition ausweichen, vielleicht auch in Giersen. Und äh, von daher, also da haben wir überhaupt keinen Bedarf eigentlich. Außer Nachwuchsmannschaft hat man da beispielsweise auch noch einen Metrikan Demir, den man äh, mit hochholen könnte. Oder ein Davisch. okay, der wäre eher Zehner oder Achter. Aber an sich ist das alles gar kein Problem. Die Transfers, die ich so ja, vorgeschlagen habe, beziehungsweise die ich so ein bisschen selbst ins Gespräch gebracht habe, weil ich sie theoretisch für möglich halte. Ronny war im Gespräch. Ich hoffe, dass Ronny nicht kommt. Der Brasilianer von Hertha würde ich ungern bei 96 geben. Passt in meinen Augen nicht zur ja, Spielanlage von Stände. Alexander Ring, den habe ich persönlich in ähm, Lautern verfolgt. Den finde ich sehr sympathisch und sehr gut. Wäre ein Kämpfer, wäre ein äh, Kämpfer, äh, nicht Kämpfer, wäre Box zu Box mit viel. wäre auf jeden Fall Zweitliga erfahren. Warum nicht? Dazu läuft der Vertrag 2017 aus. Vielleicht wäre das eine Option. Gianluca Gaudi Dino momentan ja noch an St. Gallen ausgeliehen, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall war er an St. Gallen ausgeliehen vom FC Bayern. Auch ein großes Talent. Vielleicht seine Möglichkeit, um in der zweiten Liga mal ein bisschen mehr auf die, auf die aufmerksam zu machen, ein bisschen mehr Spielpraxis zu sammeln. Bayern könnte auch in einem Leihgeschäft interessiert sein. Bei Tat geklappt mit Düsseldorf. Bei ähm, Weigel hat es geklappt. Ähm, was ja, okay, Wechsel in die erste Liga angeht. Genauso wie bei. Wen habe ich vergessen? Ah, wen habe ich vergessen? Weigel und einen gab es noch diese Saison. Komme ich jetzt nicht drauf. Komme ich jetzt nicht drauf. Verdammt. Egal. Man hat auf jeden Fall gesehen, dass es funktionieren kann. Von der zweiten Liga in die erste Liga. Und vielleicht wäre das für Gordino auch ein Karrieresprungbrett. Muss man schauen, auf jeden Fall wären diese drei so Kandidaten bei 96 im Mittelfeld. Aber wir sind an sich gut aufgestellt. Der Sturm auch sehr gut aufgestellt. Ihr merkt schon, wir haben gar keinen Bedarf mehr. Wozu muss 96 noch Transfers machen? Allerdings gibt es da Gerüchte. Und es gibt Gespräche. Zuletzt vor allem Niklas Füllkrug im Gespräch. Das hat irgendwie momentan keine Neuigkeiten mehr, aber vielleicht kommt das noch. An sich, wenn man mit einer Spitze spielt, weiß ich nicht, wo man die ganzen Spieler noch unterbringen soll. Wenn man mit zwei Spitzen plant, andere Geschichte. Benchop ist da, nach Verletzung wieder fit. Wirkt auch sehr, sehr gut in den Testspielen bisher. Karaman kann auch Spitze spielen, beziehungsweise würde sogar lieber Stürmer spielen. Ähm, kann er auch sehr gut, hat letztens einen Hattrick gemacht im Testspiel gegen Walsrode innerhalb von elf Minuten. Ein Soberg ist noch da und ein Guillet. Ja, das ist der Neuzugang von Treu. An sich auch ein sehr, sehr talentierter Spieler, der vor allem durch seine Füße überzeugt. Der ist schnell, der ist groß, der Senegalese. Das hat wir ja bei 96 mit Juve zuletzt, was gut funktioniert hat. Also an sich haben wir da drei bis vier Stürmer. Dazu hast du noch aus einer Nachwuchsmannschaft einen Elias Hut. Eventuell kann der sich über die Regionalliga bzw. über die U23 auch nochmal für die Profis empfehlen. Ich bin gespannt. Ähm, Jordan Brown haben wir verpflichtet von West Ham, der ist für die U19 geplant, wäre aber auch theoretisch ein Stürmer, den man mit reinwerfen könnte. Man muss mal schauen. Und. Ich bin wirklich nicht ganz sicher, was man davon halten soll, dass man jetzt weiter nach Stürmern sucht. Guido Burgstaller aber kurz im Gespräch, ist aber relativ raus. Niklas Füllkrug ist weiter im Gespräch, kommt aus Hannover, wäre auf jeden Fall ein lokaler, ähm, lokal erfahrener Spieler, den ich auch irgendwie ganz gut finden würde. Pascal Terstro von ähm, Dresden fände ich nicht so gut, weil ich halte nichts davon, Drittligastürmer in die zweite Liga zu holen. Der soll mal weiter bei ähm, Dresden bleiben und da seinen Job machen, nachdem der ja schon ähm, Justin Eilers zu Bremen gewechselt ist. Was auch immer man mit einem Drittligastürmer in der ersten ist, also ist eine andere Geschichte. Ähm, dazu kam jetzt noch ruben Hennings ins Gespräch. Der ist bei äh, Burnley nicht ganz so durchge durchgestartet. Ruben O'Court hier war auch noch ein potenzieller Transfer. Und jetzt kam ähm, ein neuer Spieler noch dazu. Und zwar Chris Santos. Der spielt bei... Ähm, Wo spielt er denn? Nijmegen. Auf jeden Fall in der äh, Eredivise und wäre ein Stürmer, der letzte Saison relativ aufgetaucht hat, 16 Tore oder sowas, den man sich in der zweiten Liga vorstellen könnte. Ist Brasilianer, 28 Jahre alt, ein Spätstarter wie Vardy. Die Frage ist, ob man so einen wirklich will, aber es wäre ein Spieler, der äh, vorstellbar wäre. In meinen Augen haben wir in der Offensive- bzw. Stürmerposition eigentlich keinen Bedarf und wenn im Kader irgendwo Bedarf herrscht, dann auf der Außenverteidigerposition und im zentralen Mittelfeld. Ansonsten sieht es eigentlich sehr gut aus. Ich bin trotzdem sehr gespannt, was Stendl noch machen wird, bzw. was die sportliche Leitung noch machen wird. Anse bin ich relativ zuversichtlich, dass die Mission Wiederausstieg gut angegangen werden kann. Man sollte allerdings nicht oft Teufel komm raus. Irgendwie sagen, wir müssen aufsteigen, wir müssen direkt wieder in der erste Liga, wir müssen vermeiden, dass ein sportlicher Abstieg erfolgt und das heißt, dass wir irgendwie in der Bedeutungslosigkeit versenken oder versinken. Man sollte versuchen, relativ weit oben im Mittelfeld sich anzusiedeln. Man muss aber nicht direkt wieder aufsteigen. Wir haben eine starke zweite Liga mit Stuttgart, mit Lautern, die wieder hochkommen wollen, mit Nürnberg, mit Karlsruhe und so weiter und so fort, mit ähm, vielleicht auch Dresden was angreifen will, wer weiß. Und deswegen muss man da auf jeden Fall ähm, ja auch. Bei Spielen, die beispielsweise gegen Sandhausen oder gegen Heidenheim sind, locker bleiben. Wenn es da mal nicht so läuft, wie man eventuell erwartet, und die man die mit 3 zu 0 wegklatscht. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Saison. Ich freue mich extrem. Ich werde leider die ersten paar Spiele verpassen. Ich bin auf Malta, aber danach wird es auf jeden Fall weitergehen mit Stadion Vlogs, mit ähm, eventuell Auswärtsfahrten. Auch wenn ich ja dieses Jahr nicht so sehr in Auswärtsspielen möchte, aber macht euch da mal keine Gedanken. Ihr werdet viel für 96 mitbekommen aus die 96 Fans, die hier auf dem Kanal aktiv sind. Und äh, ja, schreibt mir einfach mal eure Meinung in die Kommentare zum Kader von 96, zur aktuellen sportlichen Situation. Was muss noch passieren? Was kann noch passieren? Wo sollte keine, gar keine Veränderung mehr stattfinden? Ich bin gespannt. Ich habe jetzt hier 16 Minuten wieder am Stück gelabert. wo ich 10 Minuten labern wollte, deswegen mache ich das Ganze jetzt hier am Ende ein bisschen abgehakt und ein bisschen schnell. Aber ähm, ja, ich hoffe trotzdem, dass Video euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Meinung auf jeden Fall in die Kommentare. Schaut bei IGVault, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat vorbei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.